Überpünktlich willkommen zur Pressekonferenz, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das Wort hat der Parteivorsitzende. Meine Damen und Herren, wir haben gestern einen erfreulichen, und zwar erfreulich eindeutigen Mitgliederentscheid der SPD bekommen. Erfreulich aus vielfachen Gründen. Erstens ist jetzt die Bildung einer Regierung in der Bundesrepublik Deutschland möglich. Zweitens ist das Ergebnis sehr eindeutig und damit auch die Legitimität einer Regierungsbildung unbestritten. Und drittens haben wir eine sehr, sehr gute Arbeitsgrundlage für eine neue Regierung in Gestalt des Koalitionsvertrages, auf dessen Realisierung ich mich schon besonders freue. Diese Klarheit, die wir jetzt haben, hat natürlich Schlussfolgerungen, die ich Ihnen jetzt kurz vortragen möchte. Erstens, ich werde mit Ablauf des 13. März mein Amt als bayerischer Ministerpräsident niederlegen. Der entsprechende Rücktrittsbrief wird morgen Nachmittag der Landtagspräsidentin zugestellt, sodass ab morgen Nachmittag die Landtagspräsidentin und damit auch der gesamte Bayerische Landtag seine Terminplanung für die Wahl des Ministerpräsidenten und für die Bildung eines neuen Kabinetts durchführen kann. Damit löse ich eine Zusage ein, dass dies alles vor Ostern seinen Abschluss finden kann und auch finden wird. Und all die Diskussionen, die in den letzten Wochen stattfanden, sind damit überholt. Ich werde im Laufe des April mein Landtagsmandat abgeben, das ich rein juristisch behalten könnte bis zum Ende der Legislatur. Aber das werde ich nicht machen. Warum April? Die Landtagspräsidentin hat mir mitgeteilt, dass sie Wert darauf legt, eine Verabschiedung im Bayerischen Landtag meiner Person durchzuführen. Und wenn diese Verabschiedung terminiert ist und durchgeführt ist, werde ich mein Landtagsmandat niederlegen. Das dürfte im April sein. Bitte aber jetzt, wie bei der Frage vor Ostern, ja oder nein, auch wegen einer Woche hin oder her, sich nicht auf irgendwelche sachfremden Diskussionen einlassen. Wir werden morgen das Rücktrittsschreiben auch veröffentlichen. Ich bin schlicht dankbar, dass ich dieses Amt jetzt fast 10 Jahre ausüben durfte. Und wir haben für Bayern eine Menge erreicht in einer gemeinsamen politischen Arbeit des Bayerischen Landtages, meiner Fraktion, meiner Partei und auch mir persönlich. Ich wünsche der bayerischen Bevölkerung alles erdenklich Gute und meinem Nachfolger und einer neuen bayerischen Staatsregierung eine glückliche Hand. Es war ein sehr schöner Dienst für meine Heimat Bayern. Da werde ich ewig dankbar dafür sein. Das Zweite, was jetzt zu entscheiden war, ist die Situation in Berlin, die personelle Situation. Wir haben jetzt 3 Bundesminister und eine Staatsministerin. Ich darf, wenn ich Sie nenne, Sie bitten, hier auch auf die Bühne zu kommen. Wir werden dann so die verschiedenen Bereiche, Minister, Staatssekretäre, Generalsekretäre, vielleicht dann nach meiner Rede und einer kurzen Antwortrunde noch mal so aufstellen, dass Sie für jeden Bereich auch separate Fotos bekommen. Wir stellen weiterhin den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der eine hervorragende Arbeit gemacht hat in den letzten Jahren, der eine ganz wichtige Funktion für uns erfüllt hat, für die Bundesrepublik Deutschland, in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Bekämpfung von Fluchtursachen mit seinem Afrika-Marshall-Plan. Und er hat hohe Anerkennung in allen betroffenen und beteiligten Bereichen erworben. Und deshalb freut es mich, dass Gerd Müller wieder zum Bundesminister vorgeschlagen ist und nächste Woche dann auch ernannt wird. Das wird nächste Woche so erfolgen, dass
am 14. März, also einen Tag nach meinem Rücktritt, die Bundeskanzlerin vom Bundestag also zur Wahl steht. Dann wird es zur Aushändigung der Urkunden an die Regierungsmitglieder kommen, wenn die Bundeskanzlerin vorher beim Bundespräsidenten war. Dann fahren wir wieder in den Bundestag zur Eidesleistung und dann wird schon die erste Kabinettssitzung stattfinden. Wir stellen wie bisher das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und hier kommt es zu einer Neubesetzung, nämlich der künftige Bundesminister Andi Scheuer. Dann haben wir, und darüber bin ich besonders froh, auch ein Stückchen stolz, weil es wichtige Verhandlungen waren, aber nicht so, wie sie in diesen Tagen veröffentlicht worden sind. Das war nicht Gegenstand eines Deals, Geschäftsverteilung gegen Person, sondern ich habe in einem der vielen Vier-Augen-Gespräche mit der Kanzlerin schlicht und einfach haben wir uns die Frage vorgelegt, welche Person kann welche Aufgabe am besten erfüllen. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, die Doro Beer, jetzige parlamentarische Staatssekretärin, ist als Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitales genau richtig. Sie ist in der Szene ebenfalls hoch anerkannt, in der Sache so bewandert, dass ich mit ihr über die Sache eigentlich am liebsten keine Diskussion führen möchte. Dann schaue ich vielleicht noch älter aus. Jedenfalls, sie ist jetzt oder wird Staatsministerin. Da war die Besonderheit, dass die Staatsministerin im Kanzleramt jede Woche am Kabinettstisch Platz nimmt. Sie ist also Teil dieser Kabinettssitzung. Und das hat natürlich ein bisschen Klärungsbedarf auch mit unserem Koalitionspartner ausgelöst. Den Klärungsbedarf haben wir aber gestern abschließend nach 3 Tagen gewährt. Und es war nach einer Falschmeldung im Spiegel nicht ganz einfach, weil diese auch Falschmeldungen manchmal Wirkung entfalten. Leute zu überzeugen, dass das alles nicht so ist, war nicht einfach, aber wir haben es überwunden und das zeigt ja auch den Geist, der in der Koalition herrscht, dass man sich durch sowas nicht aus der Bahn werfen lässt. Und dann haben wir, also die Jungen sollten sich in die Mitte stellen, damit ich dann, wenn ich außen stehe, gemeinsam mit dem älteren Gerd Müller euch richtig einrahme. Du bist auch ein Jüngerer, du gehörst daher. Das war da gar nicht bekannt, gell? Dass du jung bist. So, und der vierte Minister ist meine Person. Das ist ja schon länger bekannt nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Auch da nur eine Bemerkung, dass der Bau rübergeht vom Umweltministerium ins Innenministerium, ist bekannt. Das sind die Abteilungen, die wieder zurückwandern, die vor 4 Jahren ins Umweltministerium gewandert sind. Das mussten wir überhaupt nicht besprechen. Das ist ein Selbstläufer. Besprechen musste die Kanzlerin mit mir den Zuschnitt von Heimat, denn das ist neu. Und da möchte ich von Anfang an, wollte ich von Anfang an klare Verhältnisse, denn nur Klarheit verhindert dann pausenlosen Ärger. Die Klarheit ist sehr schnell hergestellt gewesen zwischen der Kanzlerin und mir und hatte mit der Person Doro gar nichts zu tun. Null. Nicht eine Sekunde. Und das wird so aussehen, im Bundesinnenministerium wird eine Abteilung Heimat gebildet. Diese Abteilung hat 3 Unterabteilungen. Diese 3 Unterabteilungen lauten gleichwertige Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland. Da wird eine Geschäftsstelle gebildet, die sozusagen unter sich hat alle Spiegelreferate der Themenbereiche anderer Ministerien, die berührt sind, von der Landwirtschaft bis zur Wirtschaft, von der Bildung über die Wissenschaft. Und es wird die Aufgabe von mir sein, dies so zu koordinieren innerhalb der Bundesregierung, auch mit einem Gesamtkonzept. Es bleibt jeder, wie in Bayern bei der Heimat auch, jeder Minister für seinen Bereich zuständig, aber der Heimatminister hat das Konzept für eine solche Politik und in dem Fall das Konzept für die gleichwertigen Lebensverhältnisse zu entwickeln. Es wird dann im Kabinett behandelt und es verpflichtet dann alle Bundesminister in dieser Richtung
zu handeln. Das ist eine Unterabteilung. Die zweite Unterabteilung ist gesellschaftlicher Zusammenhalt. Darüber bin ich besonders froh, weil es natürlich Wertebündnisse ermöglicht, Dialog der Religionen. Auch den Sport hätte ich gerne dort, weil er ja die Gesellschaft zusammenführt, auch für die Integration unheimlich wichtig ist und etliche andere Bereiche. Und das Dritte ist die Raumordnung und Landesplanung. Das ist das, was wir in Bayern unter Landesentwicklungsprogramm verstehen, wo es ja gut ist, wenn eine Regierung die raumordnerische, die strukturelle Entwicklung eines Landes vor dem Hintergrund auch der Demografie darstellt, konzeptionell, auch mit Zielen versieht. Und diese Ziele sind dann fürs politische Handeln entscheidend für das gesamte Kabinett. Also das war sehr schnell geklärt und damit war auch am Donnerstag letzter Woche geklärt, dass ich definitiv nach Berlin wechsle. Das sind also die vier Minister hier. Darf ich auch mal zu euch treten? Wir könnten dich eine mitnehmen. Falls Sie Fotos wollen, dann können wir die jetzt gleich erledigen. So, ich danke. Dann haben wir noch zwei parlamentarische Staatssekretäre. Ein parlamentarischer Staatssekretär, Thomas Silberhorn, ist derzeit beim Gerd Müller noch im Entwicklungshilfeministerium und er wird wechseln ins Verteidigungsministerium. Das ist für uns wichtig, Thema Bundeswehr, das Thema Sicherheitspolitik, das Thema Ausstattung der Rüstung, nachdem ja viele Ausrüstungsmängel in den letzten Wochen und Monaten bekannt geworden sind. Und das ist für Deutschland insgesamt, aber für Bayern im Besonderen von herausragender Bedeutung. Thomas Silberhorn war, wie ich mich nochmal vergewissert habe, über eigentlich seine ganze Zeit, über seine gesamte politische Biografie hinweg, immer in der Außen-, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik zu Hause. Und wir wollen uns auch auf diese Weise in der Aufstellung der CSU in Berlin verbreitern. Das ist ein wichtiges Ministerium, so wie ich darauf hinweisen möchte, dass wir erstens mit der Doro, mit der Digitalisierung natürlich ein Zukunftsthema schlechthin haben, mit dem Verkehrsminister und dem Innenminister die Investitionsministerien des Bundes, die mit dem Verkehr, mit der digitalen Infrastruktur, bei mir mit dem Bau wichtig sind, bei mir natürlich auch Recht und Ordnung, die Sicherheit unserer Bürger, sodass die Beurteilungen in Berlin, die CSU hat außerordentlich wichtige Aufgaben und Ressorts, zutreffend ist. Aber darüber sind wir auch froh. Dann haben wir einen neuen Staatssekretär, das ist der bisherige innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, der schon eine sehr wichtige Rolle die letzten Jahre gespielt hat, Stefan Mayer. Er ist noch ein bisschen größer als ich. Der wird im Innenministerium sein, also bei mir. Und ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Auch er hat eine profunde Erfahrung in allen Bereichen, politisch. Und ja, er ist Jurist. Also ich scheue mich nicht vor der Begegnung mit Juristen. So, dann haben wir die beiden Staatssekretäre. Ich sage nachrichtlich, wir kriegen noch zwei Beauftragte, nämlich die Drogenbeauftragte. Das wird wieder Marlene Mortler tun, wie bisher auch. Und der Beauftragte für Aussiedlerfragen wird der Bernd Fabricius sein, der in der letzten Legislatur im Deutschen Bundestag war und der Bundesvorsitzende der Vertriebenen ist. Diese personellen Entscheidungen haben natürlich eine Konsequenz, weil der Generalsekretär jetzt Bundesminister wird, mussten wir heute auch gleich einen neuen Generalsekretär bestellen. Es hat sich als goldrichtig herausgestellt, dass wir schon vor einiger Zeit den Vater unseres Grundsatzprogramms zum stellvertretenden Generalsekretär berufen haben, sodass jetzt praktisch ein fliegender Wechsel möglich ist. Auch mit hoher Qualität aus der Landtagsfraktion
politisch, programmatisch sehr, sehr gut. Sehr gut. Und auch vor dem Hintergrund, Graham Kornbauer jetzt aus dem Stand durchaus in der Lage, da auf Augenhöhe mitzuhalten. Markus Blume, herzlich willkommen als Generalsekretär. Das ist heute schon besiegelt worden vom Vorstand. Und es wird, wenn der Andi Scheuer zurücktritt, jetzt hätte ich fast gesagt, worauf wir alle hoffen, dann kann die Nachfolge angetreten werden. Ich schreibe ihm nicht vor, wann er zurücktritt. Das weiß er selber, aber ich nehme mal an, dass ab nächsten Mittwoch, wenn die Kanzlerwahl stattfindet und er ernannt wird, der Markus Blume, dann der Generalsekretär der CSU ist. Der Vorstand hat heute dieser Lösung und auch dieser Terminierung zugestimmt. Das ist nach unserer Satzung erforderlich. Der Parteivorsitzende kann vorschlagen, aber der Vorstand muss zustimmen. Ich freue mich, das ist jetzt auch ideal für die Landtagswahl. Er war schon in alle Vorbereitungen, Strategien mit Andi Scheuer eingebunden. Der kann jetzt aus dem Stand heraus den Wahlkampf weiter organisieren. Er war oder ist ein außerordentlich loyaler Freund, und zwar, das kann man wirklich sagen, für alle. Und deshalb wird es eine sehr gute Verbindung geben zwischen München und Berlin, auch über seine Person. Und dann haben wir eine stellvertretende Generalsekretärin, nämlich die Dani Ludwig, die ja auch schon erfahren ist, jetzt die verkehrspolitische Sprecherin ist und jetzt an die Seite vom Markus Blume tritt und dann natürlich in der Bundestagsfraktion, in der Landesgruppe, für mich persönlich in Berlin auch eine wichtige Stütze ist. Auch da gilt eine beste Zusammenarbeit über Jahre hinweg. Wenn ich recht informiert bin, bist du Oberbayerin, also Rosenheimerin, und das passt insofern. Das ist unsere neue Mannschaft. Für uns als CSU ist dies eine Zäsur. Wir bekommen jetzt einen neuen Ministerpräsidenten und eine neue Staatsregierung. Und wir sind jetzt mit drei Bundesministern und einer Staatsministerin in sehr wichtigen Ministerien und im Bundeskanzleramt vertreten. Wir sehen uns jeden Mittwoch jetzt künftig, liebe Doro. Und wir haben zwei sehr kompetente Staatssekretäre, deren Kompetenz von niemandem bestritten wird, und haben jetzt auch gleich für die Partei eine Lösung. Und Gerd Müller und ich sind sozusagen zwei Pole. Der eine in der Frage Zuwanderung als für die Begrenzung und für die Ordnung, und der andere für die Humanität und für die Bekämpfung der Fluchtursachen. Das ist eigentlich eine ideale Geschichte. Wenn ich jetzt so in die, Gerd nehme ich dich mal aus, aber vom Stefan bis hierher, ist das eine andere Generation. Deutlich jünger als wir. Und als ich heute gesagt habe, Mensch, die meisten sind 40, 43, ist mir die Doro ins Wort gefallen mit der Bemerkung 39. Und ist schön. Und deshalb werden Sie verstehen, warum ich von einer Zäsur spreche. Wir freuen uns jetzt alle miteinander auf die Realisierung des Koalitionsvertrages. Wir wollen jetzt stark Gas geben, wenn die ganze organisatorische Sache erledigt ist. Gas geben, vor allem jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Nicht, weil wir glauben, dass die Koalition auf diese Zeit beschränkt ist, sondern weil wir jetzt einfach mal am Stück der Bevölkerung beweisen wollen, dass wir eine gute inhaltliche Politik machen in Europa und in der Außenpolitik und in der Innenpolitik alles tun, dieses Land zu erneuern und auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern. Das war wieder ein schönes, aufwendiges Stück am Wochenende. Manches konnten wir nicht alleine machen, sondern mussten leider auch fragen oder uns rückkoppeln. Aber das ist heute Nacht noch alles wunderbar zu Ende gegangen, und deshalb sehen Sie jedenfalls mich zufrieden und erfreut über dieses Stück, und
jetzt lasst uns eine gute Arbeit machen für unser Land. Im Vorstand war heute die Reaktion sehr aufgeräumt, sehr zustimmend, sehr gut. Ja. Jetzt würde ich Ihnen Folgendes, ich muss ja, ich bin ja, ihr werdet noch lernen, dass diese Zeit dauert, bis ich fertig bin. Ich habe jetzt da nur Anschlusstermine und deshalb müssen wir ein bisschen konzentrieren uns mit Rückfragen. Wir wollen jetzt keine Personaldebatte führen, Sie können mit jedem persönlich reden in den nächsten Tagen und heute, aber ich bin ein bisschen terminlich so eingetaktet, dass ich jetzt noch für Foto und für ein paar Fragen und dann bitte ich Sie um Verständnis, dass ich die wenigen Tage, die ich noch habe, richtig nutze. Das ist ja noch nur eine gute Woche. Jetzt bin ich fertig, Herr Fischer. Dann haben wir Zeit für drei Fragen. Wer ist der Erste? Herr Frasch. Dem bisherigen Ministerium, das jetzt Herr Scheuer demnächst begleiten wird. Was geht denn da raus und möglicherweise dann in die Kompetenz von Frau Bär über? Die Frau Bär ist jetzt, nachdem die Kanzlerin im Kanzleramt einen Staatssekretärsausschuss bildet für Digitales, Beauftragte der Bundesregierung für digitale Fragen. Wir wollen auch hier, ich habe zwei unbedeutende Referate aus dem Innenministerium am Kanzleramt geschenkt. Da ging es um die Koordination und solche Dinge. Und ja, die muss jetzt mit dem Helge Braun, mit dem Chef des Kanzleramtes und mit der Kanzlerin, die digitalen Fragen nach vorne treiben. Das ist ungefähr so wie bei der Heimat. Wir machen das jetzt nicht so, dass wir aus allen Ministerien was rausziehen, um im Kanzleramt für Beschäftigung zu sorgen. Wir sind sehr überzeugt, dass die Doro als Beauftragte der ganzen Bundesregierung für diese Fragen das sehr gut vorantreiben wird, koordinieren wird. Und vor allem, das war ja auch manche Befürchtung in Berlin, sehr wirkmächtig auch in der Öffentlichkeit vertreten wird. Wir sind nicht zusammengekommen, um Ministerien zu enthaupten und anderes wieder zu verstärken. Das ging ja auch mit dem Koalitionspartner nicht. Wir haben das auf das unumgängliche Maß beschränkt. Und Sie werden sehen in den nächsten Monaten, was die Staatsministerin da entwickelt. Nämlich sehr viel. Ich kenne sie. Wahrscheinlich mehr, als uns manchmal lieb ist. Du widersprichst nicht. Ich habe gesagt, es kann passieren, ja. Ja, kann passieren. Weitere Fragen? Anne Wilstorf. Sie haben gesagt, Sie treten am 13. zurück. Dann muss nach der Bayerischen Verfassung recht schnell Ihr Nachfolger gewählt werden. Es stürzt jetzt den Herrn Söder ziemliche Kalamitäten, weil ja da auch das Bundeskabinett dann vereidigt werden soll. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Wollten Sie ihm da nochmal ein Ei legen oder? Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es nicht der Fall ist, wird Sie das nicht überzeugen. Ich habe am 13. meine letzte Kabinettssitzung und die möchte ich noch machen. Was sich manche gar nicht vorstellen können, wenn sie mit solchen Dingen nicht beschäftigt sind, dass, wenn ich von Anstand rede, gehört ja auch dazu, dass diejenigen, die mich noch mal kurz aufsuchen wollen, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, ist ja auch zum Anstand gehört, dass man sich vernünftig verabschiedet. Früher hat man sich dafür 9 Monate Zeit genommen, das war der letzte Wechsel. Und jetzt geschieht es in gut einer Woche. In der Woche muss ich noch einen Koalitionsvertrag unterschreiben und an einer Koalitionssitzung teilnehmen. Und deshalb will ich meine letzte Kabinettssitzung am 13. machen. Das ist der alleinige Grund. Und jetzt, wenn Sie mal sehen, dass die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident die Wahl der Kanzlerin, die Bildung des Kabinetts, die Vereidigung des Kabinetts und die erste Sitzung des Kabinetts alles am 14. März hinkriegen. Ich bin auch nicht dafür, dass man am 14. März den bayerischen Ministerpräsidenten wählt. Und das kann man auch regeln.
Darum gab es da von mir und gibt es von mir überhaupt keine Absicht. Auch das, was ständig behauptet wird, der will ja gar nicht dabei sein, ist genauso falsch wie vieles andere der letzten Tage. Aber sei es drum. Das werden die, ich habe die drei heute persönlich unterrichtet, den Thomas Kreuzer, die Landtagspräsidentin und den Markus Söder. Und es liegt jetzt vor allem an der Landtagspräsidentin, dem ältesten Rat der Mehrheitsfraktion und auch dem, was sich der Markus selbst vorstellt, einen Terminplan hinzubringen. Also morgen haben wir einen 6. März. So, einen 6. März. Karfreitag ist irgendwann Ende März. Also da würde ich auch nicht in der Karwoche sowas durchführen. Das scheint mir möglich. Und auch da halte ich auf Punkt und Komma Wort. Und reden Sie mit den dreien, nicht mit irgendjemandem, dem wieder einfällt, was das hier oder wieder einen schlauen Plan entwickelt hat. Das ist alles Käse, Quatsch. Was soll ich dafür Interesse haben? Können Sie mir das Motivation schildern, die dahinter steht? Wir sind gut unterwegs, beide Ebenen, Bund und Land. Und wir haben in den nächsten Monaten alle Chancen. Und das sah ja nicht so aus um den Jahreswechsel. Und auf dem Weg bleiben wir. Und vielleicht gelingt uns auch etwas, was nicht so wahrscheinlich war die letzten 5 Monate. Werden wir sehen. Im Moment sind wir gut unterwegs. So, alle Ebenen. Eine Frage wäre noch drin. Uli Baumeier. Ist von euch überhaupt einer von den Herren unter 1,90? Oder hat das irgendeine Bedeutung? Gibt es da jetzt eine Gardimaus in der CSU? Oder das? Das fällt mir jetzt auch auf. Aber lauter schlanke Kerlchen? Ja, doch, kann man schon sagen. Ja, 1,86. Aber er war Basketballspieler. Er war Basketballspieler, der Andi, das wissen viele nicht. Und wenn man mit 1,86 trotzdem mithalten kann im Basketball, dann muss man irgendwelche Fähigkeiten haben. Also in dem Fall Sprungeigenschaften, nehme ich an. Oder wendig in der Hüfte, um die Langen auszuspielen. Der Chef hat noch nicht so oft Basketball. Sein Sport ist ja der Handball. Ja? Da geht es ein bisschen rabaukenhaft dazu. Haben Sie noch so persönliche Fragen? So? Zum Gewicht oder zur Juristerei oder zum gesundheitlichen Zustand? Der stellt sich jetzt dazu. So, danke fürs Kommen. So, ich glaube, die stehen alle zur Verfügung.